ich mache jetzt auch, es gibt jetzt halt Red Challenge. Und ja, dann gehen wir gleich mal in den Raum. Ich mache jetzt das alles zu einem Tag, weil ja, danach bin ich nicht da. Da ist schon mal eine alte Kassette. Keine Ahnung, was da drauf ist. Und dieser ist so ein Radio. Nein, so ein Wecker. Da schlummert Zeit. Platz zumindest. Vorspiegel. Spiegel. Blätter jetzt nochmal ein bisschen durch. Österreichischer Bauernspiegel. April, da steht, das ist früher heute, April 1958. Und da ist nun mal Kosten. Was ist da drin? Da liegt einfach ein Schuh. Lol. Wie schon gesagt, nein. Also wir sind jetzt in dem Haus meiner Oma, das habe ich eh schon gesagt, und das ist sozusagen ein alter Abstellraum oder, ach egal, was immer. Das bringt man. Das ist wirklich schon aufgespürt, nein. Doch, es ist aufgegangen. Liegt hier in diesem Schrank vereint. Drum soll meine Sorge sein. Das steht da drauf. Super. Da sind Hüter verschiedene. Was ist da Bild? Moment. Moment kurz. Zur Erinnerung an den 50. Hochzeitstag und da ist irgendein Bild. Moment kurz, in so einem Fahrrad drauf. Klar, das ist natürlich ein Papst, Johann, wie immer heißt. Und das liked Nabra, um auch eine goldene Mango zu werden und sogar den Mango-Gang dazu zu gehören. Was? Da sieht man jetzt einen Hof runter. Und was sind die Haufen? Ich glaube, ich lasse lieber zu. Das nur in eures Schulheft, meinem Opa. Ich schätze schon, dass ein bisschen von der Maus angeknabbert wurde. Weil es so direkt in meinem Dachboden ist, das Zimmer. Und ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht, damit da gerade bestens abgedichtet, glaube ich, zum bunten Dachboden ist. Deswegen glaube ich schon von der Maus ein bisschen angeknabbert. Der 2.10.46. Ich glaube, das war 1946. Kundezugang, das müsste in der Volksschule von meinem Opa gewesen sein, weil Kundezugang ungefähr hinkam, aber ich mag es jetzt zerreißen. Ich leg's mal da rum. Da. Rechenschularbeit. Also. Wir sagen jetzt, also heute wieder so gesagt, Mathe-Schularbeit. Da ist, Moment, da ist ein Buch drin, ein Gebetsbuch, glaube ich. Wo die Lerner auf der Seite stehen. Das vollständige römische Messbuch. Wie klar ist es, doch schlimm ist, bitte. Hey, es ist aber mega cool. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, ob wenn euch jemand so ein Buch, also so ein Messbuch, also ein Gebetsbuch schenken darf, ob ihr das annehmen darf oder nicht. Also ich glaube schon, da ist auch ein Zahlstab, Lampe, dann Schuhe. Moment. Das glaube ich war so irgendwie ein Spinntisch, halt da ist so ein Spinnrad-Dings. Nein, das kann man jetzt nicht dran. Keine Ahnung, ich kann nicht spinnen oder? Also, ich meine jetzt mit dem Spinnrad. Das ist auch noch was, ich weiß nicht.
Was jetzt halt nur da eine kommt. Kommt halt nur schneller. Ich glaube, ich gehe in den Dachboden auch runter. Ich frage mal schnell, ob ich darf. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich in den Dachboden gehe, schau mir schnell den alten Stall von meiner Oma an. Und ja. Jetzt halt da zurück. Da ist Mistkram. Mistkram sage ich. Wo halt die Kühe reinkacken. Und das, was dann da außen befördert wird. Zum Müllsaufen. Da sind vielleicht eine Kühe gestanden. Und da haben wir halt das Futter reingekaut. Und ja, die Kühe haben da gefressen und sind auch. Da geht es jetzt um den Stall, wo für die, was nicht kennen, Gott. Da wurde wieder das Heu und das Essen für die Kirche und die Stiegel gelagert. Da geht es jetzt auch noch runter. Ich hoffe dir. Weil der Stall und der Stall gehört meinem Onkel jetzt. Ich hoffe, der darf da überhaupt her. Aber ich glaube schon. So, sind wir da aufgegangen? Da ist die Katze. Mit, mit. Mit, super. Schräg dich nicht, gell? Musst du doch schreifen. Okay. Hat sich gekriegt. Wie verängstigt schaut. Okay, ich gehe da jetzt nicht mehr rauf, ich mag sie nicht nur mehr verängstigen. Entschuldigung, Mitzi, ich mag den verängstigen. So ein bisschen her. Das ist die Katze. Ist jetzt sicher in Ordnung, wenn ich die Katze auf YouTube poste. Sonst dann irgendwas ausstehst. Okay. Und da geht es dann raus. Und das wird dann heraus. Ja. Und jetzt gehen wir ab in den Dachboden. Also ich darf jetzt und gib mir mal den Stecker weg. Was? Was? Ja, ja. Oh Leute. Oh. Kommst? Na, wo sonst? Na, ja da oben. Ich hab doch gesagt, ein Dachboden. Was ist das? Nein, ich hab mein Handy dafür. Obwohl ich hab natürlich Taschenlampen nicht aufgedreht. Ja. Aber du kannst den wieder runtergehen, gell? Ich mag sie alleine. Da liegt. Ja, da liegt jetzt in voll mein Werkzeug. Wo geht's denn du, dumme Papa? Was? Papa, wo geht's denn du, dumme? Ja, oben hätte ich Onkel 20. Da ist auch noch ein alter Radio. Mhm. Und sieht man auch noch mal ein bisschen zu einem anderen Dach mehr. Da geht's jetzt zum. Ich glaube, ich habe da zugesperrt, ich weiß nicht. Ah, da hat's zugesperrt. Hey, cool, dass man liegt. Weil der Dachboden ist ja viel größer. Ist der Garageboden nicht größer? Der Garageboden ist nicht größer. Gehen wir noch runter. Du willst aber nicht dazu machen. Ja, du magst so gerne beim Garageboden. Du wolltest halt nicht das zuarbeiten. Ja, einfach aufspreizen. Also ich gehe jetzt noch in den Garageboden. Ihr müsst da das gleich. Aber ich soll das am besten nehmen. Okay, dann hol's. Ja. Was geht's da? Keine Ahnung.
Guck, Papa. Da liegt ein bisschen ein Kern so. Kommst? Das ist gewesen. Oh, das. Du brauchst wenig, gell? Doch. Ja, du kannst ihn da weggeben, sonst willst du lieber die Stirn. Hey, achso, da geht's da in den Schupfer? Ja. So cool. Was willst du, kannst du da weggeben, gell? Mhm. Da geht. Da sieht man jetzt voll nichts. Ja, ja. Was? Da hinten muss man die Wirtschaft da mal sehen. Oh, oh, warte mal, schau schnell. Schau mal. Wo denn da? Ja, schau mal. Oder da drauf? Ah, da. Ah! Das ist nur alte Wahl. Wo? Achso, da! Da gibt es nur Gewichte. Das ist 300. Ja. 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 Ja, das ist noch Sieger. Ja. Geht's da raus? Na gut, ich will mal los jetzt lieber zu. Na gut, oder so? Ja. Kann ich aufmachen? Was? Nein, lass zu, es geht aber nicht auf. Es geht gar nicht auf. Das ist eine Mühle, oder was auch immer das da ist. Und da ist es jetzt durch die Tür, glaube ich, offen. Oh, da ist voll schöne Aussicht. Ja, das liegt wieder da. Oh. Und da geht's jetzt raus. Was? Ja, ich geh jetzt eh schon runter. Ich geh schon runter. So, und da geht's jetzt wieder runter. Ha. Passt voll. Und ja, tschüss.